Seit ich ganz klein bin, war ich schon mit meinen Eltern viel auf dem Wasser. Irgendwann sind die ersten Erfolge gekommen, der Ehrgeiz ist gewachsen. Und ja, ich habe einfach nie aufgehört. Und so bin ich jetzt hier. Beim Segeln bin ich alleine auf meinem Boot, draussen in der Natur, auf dem See oder auf dem Meer. Und muss mit genau den Bedingungen, die wir in diesem Moment haben, kämpfen und das Beste daraus machen und alles geben. Es braucht ein Gesamtpaket von Fitness, Technik, dass man das Boot im Griff hat, die ganze Taktik mit wo segle ich durch, wo ist der schnellste Weg und wo hat es am meisten Wind. Aber natürlich auch die mentale Stärke, dass man bei einem mehrtägigen Wettkampf jeden Tag wieder Vollgas geben kann, ruhig bleiben und die Nerven behalten. Für meine grosse Konstanz habe ich es in den letzten 4 Jahren geschafft, jedes Jahr mindestens eine Medaille an Welt- oder Europameisterschaften heimzubringen. Dieses Jahr waren es 2 Silbermedaillen an den Weltmeisterschaften der Junioren in Oman und an der Weltmeisterschaft U19 in Italien. Schon die Nomination zur Nachwuchsathletin bedeutet mir mega viel und den Preis zu gewinnen, wäre ein kleiner Traum, der in Erfüllung gehen würde. Darum, merci vielmals, stimmt ihr für mich ab und helft so auch, den Segelsport zu unterstützen.